Ja. So, wenn der Mauszeiger längst mal weg. Okay, er ist weg. Jetzt ist er wieder. Die Maus bewegt sich nicht, oder? Nein. Wir haben die Säugetiere zurückgeholt. Und werden dann. Dieser Mauszeiger. Naja, wir hören uns mal an, was die Tiere zu sagen haben. Wir halten die Fliegen von den Löwen fern. Deshalb beschützen uns diese wilden Raubkatzen. Lass mich in Ruhe. Du willst da wirklich hinein? Sicher? Die Löwen leben dort. Sie werden dich fressen! Tja. Ich verrate dir etwas. Wenn du einem Löwen gegenüberstehst, darfst du nicht wegrennen. Bleib ruhig und bewege dich nicht. Dann werden sie dich akzeptieren. Ob man das auch im echten Leben anwenden kann? Probiert es besser nicht aus. Ich übernehme bestimmt keine Garantie. Für gar nichts. Wie bitte? Du bist ein Mensch? Unmöglich. Laut meinen Studien kann hier kein Mensch auftauchen. Tja. Kannst mal sehen, ne? Oh. Ein Mensch. Da ist ein Mensch. Das kann nicht möglich sein. Kein Mensch darf diese Höhle betreten. Egal. Es scheint ein leckeres, zartes Menschlein zu sein. Das Menschlein ist selbst schuld. Lass es uns fressen. Oh shit. Hey, eigentlich könnte ich mich ja dagegen wehren. Ich habe ja Waffen. Weicht zurück. Lass diesen Menschen in Ruhe. Ja. Besser ist es für eure Gesundheit. Wir wollen ja nicht, dass die Tiere aussterben, nicht wahr? Tapferer Mensch, wir heißen dich in unserem Königreich willkommen. Wir sind sehr stolz auf dich. Ja, ich bin Best Friends Forever mit dem Löwenkönig. Tierfels. Liam ist in der Schlucht, südlich von hier. Der Königsspross muss eine Mutprobe bestehen, ganz allein. Nur diejenigen, die diese Mutprobe bestehen, erhalten die Königskrone. Hast du schon den klugen Sandor kennengelernt? Er ist ein wenig verwirrt, weiß aber dennoch viel. Tja, genau wie ich. Also, der erste Teil stimmt. Der zweite. König Leon ist alt geworden. Leons junger Sohn Liam wird eines Tages den Thron besteigen. König Leon ist ein hervorragender Regent. Angela Merkel ist eine wundervolle Bundeskanzlerin. Ich bin Leons Frau, die Mutter Liams. Ich habe eine große Bitte. Mein Sohn Liam absolviert in der Schlucht eine Mutprobe. Die Vögel haben berichtet, dass dort wilde Bestien hausen. Dennoch will Leon die Mutprobe nicht abbrechen. Kannst du Liam zur Seite stehen und ihm helfen? Bitte, ihn retten. Ich bewundere die Mutigen. Du bist hier sehr willkommen. Ich bin König Leon. Ich herrsche über Löwen und Tiere im Safarium. Dies ist unser Reich. Fühl dich wie zu Hause. Ich wollte gerade Deich lesen. Dies ist unser Deich. Nun gut, wie es aussieht, müssen wir dem Löwenjungen helfen. Ich meine, er muss die Probe zwar allein bestehen, aber ja, das Spiel will trotzdem, dass wir ihm helfen. Sonst kommen wir nicht weiter. Löwen sind ungewöhnlich zähe Burschen. Der kleine Prinz muss sich der Prüfung in dieser Schlucht stellen. Vor einiger Zeit ging ein kleiner Löwe in diese Schlucht. Ja, dann springen wir mal runter, nicht wahr? Ganz schön deep. Autsch. Oh shit, da ist er. Ihr weg mit euch, so. Sieht aus wie ein Hund. Danke für die Rettung. Ich dachte, ich sei am Ende. Schon gut. Du scheinst noch ziemlich jung. Ganz allein an so einem gefährlichen Ort. Hast du keine Angst? Alle Löwen werden auf diese Art geprüft. Mein Vater sagt, das Leben ist sinnlos, wenn man es nicht schafft. Das klingt ganz schön hart. Gut, ich werde dich auf den Weg begleiten.
liebe diese Musik einfach. Ja, wir müssen den kleinen Jungen jetzt beschützen. Er kann auch Schaden nehmen und wenn er zu viel Schaden nimmt, wird es, glaube ich, nicht gut. Und ich weiß nicht ganz, man muss hier beachten, dass der SNES nicht sehr stark war. Also werde ich vorsichtshalber dafür Sorge tragen, dass er nicht aus dem Bild verschwindet, denn dieses System hat die Angewohnheit, Sachen, die aus dem Bild sind, nicht mehr zu berechnen und dann zu vernachlässigen. Das will ich nicht. Von daher immer schön in seiner Nähe bleiben. Dann, da, dann, dann, da, dann, 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 da, dann, dann, da. Jetzt kommt Dialog. Wie sollen wir denn diese Klippen bewältigen? Na, ich weiß wie. Ja, und du springst einfach, na, ist ja klar. Hey, Großer. Bist du aber lahm. Leg einen Zahn zu. Jetzt ist er aus dem Bild verschwunden und für immer weg. Nein. Das gehört zum Glück zur Story dazu. Wir sollten schon mal alle Monster umbringen. Autsch. Dann, 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 dann. Hey Großer, was ist denn los? Wir sollten uns lieber beeilen, als zu trödeln. Dann, 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 dann. Dieser Song tritt nur einmal im ganzen Spiel auf. Das ist doch viel zu schade. Es gibt noch einen Song, der irgendwann später noch auftaucht. Der ist auch nur einmal zu hören. Und richtig episch. So, hier muss man aufpassen. Er sagt erst was. Wow, das macht aber Spaß. Wenn das immer so ist, würde ich jeden Tag eine Prüfung ablegen. Und jetzt kann man weiterlaufen. Manchmal kann man einfach nicht anders als zu singen. Es ist... Wo rennst du denn hin? Huch, ich habe einen Fehler gemacht. Wir müssen umkehren. No shit. Hier längs. Mini-Jung, komm schon. Hier ist eine Abzweigung. Wo geht es denn weiter, Großer? Nach rechts. Die rechte Abzweigung ist ganz sicher die richtige. Hey, Großer, bist du für einen Wahrsager? Nein, ich habe das Spiel schon 20.000 Mal durchgespielt. Autsch. Kannst du dich mal beeilen? Oh. Mein Groschen. Mein Groschen. Wie hätte er das allein schaffen sollen? Der ist ja nicht mal... Er rennt ja selbst zu langsam, so.
Komm, Alter. Schneller! Keinen Groschen liegen lassen. Wow, das macht aber Spaß. Bla 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 bla. Dort, sieh doch, die vielen Dämonen. Ich werde dir folgen, um zu sehen, wie du kämpfst. Holle Rö, ich finde dieses Wort so lustig. Cool, eine Steinbrücke. So was habe ich noch nie gesehen. So, hier muss man jetzt gleichzeitig mit ihm langlaufen. Sonst stirbt man. Das war vielleicht aufregend. Das war vielleicht aufregend. Da, 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 da. Ich erinnere mich noch, wie ich das nicht gecheckt habe, dass man warten muss und einfach langgelaufen bin und dann immer wieder diesen scheiß Bengel verloren habe und hier irgendwie 20 Millionen Stunden fest saß. Wow, sieh dir diese Felsen an. Hey Großer, lass uns ein Rennen nach oben machen. Vergiss es, Alter. Frühstart. Ich halte dieses Rennen für unfair. Und ich halte es auch für unmöglich, dieses Rennen zu gewinnen. Haha, Großer, du hast verloren. Ich frage mich echt, es gibt so viele Videos auf YouTube, wie irgendwelche Leute die Mechaniken eines Spiels austricksen, um dann zu sehen, was passiert. Zum Beispiel irgendein Rennen, das man nicht gewinnen kann, einfach zu gewinnen oder so. Nur um dann quasi zu sehen, ja, was passiert. Warum machen die kein Video über Terranigma? Was passiert, wenn man dieses dumme Rennen gewinnt? Irgendetwas stimmt hier nicht. Sei bloß vorsichtig. Sei bloß vorsichtig. Was für eine Überraschung. Ich bekomme hier selten Gäste. Lass uns feiern. Das ist übrigens der Trick. Man muss Steine werfen, denn man kann ihn nicht erreichen. Und der Schaden, den man macht, ist ziemlich gering. Man kann sich aber schützen mit seiner Waffe. Das ist nicht ganz unwichtig. Ich glaube, das ist so ziemlich der langweiligste Bosskampf im ganzen Spiel. Aber es ist okay. Man muss auch mal langweilige Bosskämpfe haben. Ah, okay, er hat genug. Warte, tut mir leid. Sich der Prüfung zu stellen, zeugt von großem Mut. Es war nicht fair, aus eurer Unwissenheit Kapital zu schlagen. Ich gelobe mich zu bessern. Nimm dieses Geschenk als Beweis dafür. Nur um sicher zu gehen. So. Du Narr! Dachtest du wirklich, dass ich dich gehen lasse? Adieu. Ich wusste, was passiert. Hey, Großer. So spielt das Leben. Selbst wenn man älter wird, ist man vor Betrügern nicht gefeit.
Ohoho. Aus Dank werde ich dir dieses Los ersparen. Was hast du mit ihm gemacht? Ich finde das so spaßig, wie der Text halt unterschiedlich schnell scrollt und dadurch halt der Eindruck entsteht, als würde total dramatisch gesprochen werden und ach, ich finde das geil. Das ist aber kein gewöhnliches Löwenbaby, oder? Na endlich. Entschuldigung. Ich wollte wirklich nicht lügen. Verschont mich. Ich habe mich schlecht benommen, glaub mir. Hat er ihn jetzt gekillt? Dieser kaltblütige Wichser. Hey Großer, du bist okay. Du hast den Dämon ganz allein bezwungen? Cool, ich hab's geschafft. Ich alleine habe den Dämon besiegt, nachdem ich die Vorarbeit geleistet habe. Ich fühle mich, als könnte ich Bäume ausreißen. Es scheint, als würde Liam vor mir erwachsen. Hey, was ist das? Hatte da der Dämon das bei sich? Welch ein prächtiger Stein, so rein und leuchtend. Bewahre ihn als Andenken an unser Abenteuer. Das werde ich. Ich betrachte ihn als Zeichen großen Mutes. Liam erhält den Mondstein. Ich werde eine Möwe rufen. Einen Moment, ja? Wieso nimmt er den Stein mit? Es ist... Okay, zu dem Zeitpunkt kann man noch nicht wissen, dass der Stein später eigentlich wichtig wird. Und dass er ihn eigentlich zu diesem Zeitpunkt nicht mitgenommen hätte. Hätte mitnehmen sollen. So. Verzeihung. Spoiler-Alarm, aber es ist so... Das Spiel ist über 20 Jahre alt, da gibt es keinen Spoiler-Alarm mehr. Ihr hattet alle genug Zeit, um euch das Spiel selber runterzuladen und zu spielen. Tut nicht so, als ob ich euch jetzt spoilern würde. Das Spiel ist 20 Jahre draußen. So, was hast du jetzt zu sagen? Ich danke dir für die Rettung meines Sohnes. Es stehen hier noch große Aufgaben bevor, kleiner Mensch. Ich werde die Tiere über dein Kommen unterrichten. Dies ist für dich. Es wird dir deine Reise behilflich sein. Wow, die Löwen... Ich habe eine Waffe erhalten, ohne dass es irgendwie zelebriert wurde. Schande. Liam hat mir alles erzählt. Vielen Dank für seine Rettung. Auch Leon wird dir sicher seinen Dank erweisen. Hollerö, ich habe die Mutprobe bestanden. Ich würde lieber mit dir gehen, anstatt König zu werden. No. Favorite Character. Es ist irgendwie so schön, mit Tieren zu sprechen. Ich weiß nicht. Und mit Pflanzen. Und Vögeln. Tja. In der nächsten Folge weitere Geschichten. X-Faktor, das Unfassbare, präsentiert von Jonathan Frakes. War diese Geschichte nur eine Lüge? Oder haben sich unsere Autoren einen Spaß erlaubt? Was? Naja, was ich damit sagen möchte ist, der Part ist hiermit vorbei und ich sehe euch im nächsten Part wieder. Bis dahin, tschüss.